Herzlich willkommen zu BBB TV im heißen Monat August. Ebenso heiß sind unsere Themen. Bangen um Eröffnung. Imtech-Pleite sorgt für neue Fragen. Radeln für Ruhe. 25. Tour de Natur besucht BER. Schallschutz nach Gutsherrenart. Gleiche Häuser, gleiche Ansprüche gibt's nicht. Ist das Kind im Brunnen, haben es alle vorher gewusst. Das gilt auch für die Imtech-Pleite. Im folgenden Beitrag kann man sehen, dass die Handelnden es gewusst haben müssen. Schauen Sie ihnen ins Gesicht. Blicken Sie auf Ihre Hände. Achten Sie genau auf Ihre Worte. Sie bekommen Informationen, die in keiner Zeitung stehen. Eigentlich sollte längst Gras über die Sache gewachsen sein. Doch nun hat die Realität wieder einmal die Flughafengesellschaft eingeholt. Einer ihrer größten Auftragnehmer, die Firma Imtech, ist pleite. Man hätte es wissen können. Bereits beim BER-Sonderausschuss im März 2015 gab es bohrende Fragen wegen eines 65 Millionen Euro Vorschusses. Wenn es so weit geht, dass 65 Millionen Euro an Rechnungen bezahlt werden, die vorher nicht geprüft worden sind, dann lässt das relativ aufhorchen. Und dass man also auch bewusst an einen Prokuristen der Flughafengesellschaft herangegangen ist, das ist schon eine relativ hohe kriminelle Energie, die dahinter steckt. Und hier spielt auch ein Stück weit wieder auch die Finanzen eine Rolle. Denn ich glaube, es ist natürlich einfacher zu sagen, Mensch, da kriegst du die 65 Millionen, wir prüfen das mal irgendwann später, ist bis heute nicht geprüft, die Rechnung. Aber wir haben ja notfalls einen Gesellschafter, der zahlt dann schon. Das wollte der Flughafenkoordinator nicht auf der FBB sitzen lassen. Ich bin überrascht, was Sie aus den Pressemitteilungen und aus den Verdachtsmomenten in einem laufenden Verfahren hier als feste Tatsache mitteilen. Das ist schon eine spannende Sache. Nun bin ich Jurist von Hause aus und habe da sowas wie Unschuldsvermutungen und sonst sowas. Aber man muss ganz deutlich sagen, bislang geht es um Verdacht zu Lasten der FBB. Aber nichts von dem ist, wenn ich das richtig sehe, erwiesen. Schon damals muss es Bedenken gegeben haben. Einen weiteren GAU wie nach dem Rausschmiss des Planungsbüros GMP wollte man wohl nicht riskieren. Und der Aufsichtsrat hat sich dann unter Abwägung dieser Themen und der Diskussion, den Bau möglichst rasch weiterzuführen, entschlossen, bestimmte Zahlungen zu leisten ohne Prüfung gegen Bankbürgschaft. Damit besteht die Chance, dass die FBB ihre 65 Millionen Vorschuss zurückbekommt. Ob es ihr etwas nutzt, ist allerdings fraglich, denn erstens sind Subunternehmen von der Imtech-Pleite betroffen, die nun ebenfalls um ihr Geld bangen. Zweitens müssten alle Leistungen erneut europaweit ausgeschrieben werden, wenn Imtech seine Geschäftstätigkeit einstellt. Unverdrossen will man weiter Geld in das Pleiteprojekt pumpen. 2,6 Milliarden wurden unlängst bei der EU als erneute Finanzspritze für den BER beantragt. Dagegen hat die Friedrichshagener Bürgerinitiative die Anwaltskanzlei Baumann auf den Plan gerufen. In einem Schreiben an die EU heißt es: Mit der derzeitigen Erlösstruktur der Berliner Flughäfen ist ein profitabler Betrieb des BER nicht denkbar. Wenn sich bei den Erlösen keine Änderung einstellt, wird das Projekt BER in einem katastrophalen wirtschaftlichen Desaster enden. Die Anwaltskanzlei Baumann beantragt deshalb, festzustellen, dass diese Beihilfen mit dem gemeinsamen Markt unvereinbar sind. Als diese Aussagen getroffen wurden, war die Pleite der Imtech noch nicht abzusehen. Fällt dieser große Auftragnehmer aus, muss erneut mit steigenden Kosten und einer weiteren Verschiebung der Eröffnung gerechnet werden. Insofern war schon im März die Nervosität des Flughafenkoordinators gerechtfertigt. Die Wettbewerbskommission soll feststellen, ob sich ein privater Investor genauso verhalten würde. Wenn er unendlich viel Geld vom Steuerzahler bekäme, würde er das tun. Aber genau da liegt das Problem. Circa 150 Menschen machen sich jedes Jahr mit dem Rad auf den Weg, um die Gesellschaft zu verändern. Man könnte das belächeln, aber man muss es bewundern. Wenn so eine Bewegung 25 Jahre durchhält, dann hat sie den Menschen etwas zu geben. Radeln für Ruhe. 7,
Die 25. Tour de Natur führte in diesem Jahr von Braunschweig über Potsdam bis zu einem Klimacamp in der Nähe von Cottbus. Insgesamt 617 Kilometer waren zu bewältigen. Welche Ziele habt ihr mit eurer Fahrt? Also bei dieser Etappe Protest gegen den zunehmenden Flugverkehr aufzuzeigen, dass es Alternativen gibt. Und jetzt ist es eben hier der BER, ne? Dass die falsche Entscheidung war und es ist ja nicht sicher, ob die überhaupt mal eröffnet. Ich wäre heilfroh, wenn diese unselige geplante Zukunft mit noch weiteren Tagebauen beendet wird. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Landesregierung längst einen Plan B aufgelegt hätte, um eine alternative wirtschaftliche Entwicklung für die Lausitz auf die Beine zu bringen. Die 8. Etappe begann in Potsdam. Am Alten Markt versammelten sich die 150 Teilnehmer der Tour, um gegen die weitere Nutzung der Braunkohle zu demonstrieren. Das Land Brandenburg setzt weiter auf den Dinosaurier Braunkohle. In der Lausitz kämpfen zahlreiche Menschen gegen den Klimakiller und die Zerstörung durch den Braunkohleabbau. Ich bin im Haus meiner Oma geboren. Das Grundstück gibt es schon seit 300 Jahren. Und jetzt soll ich vertrieben werden. Die Landesregierung bestätigte, dass in Brandenburg die erneuerbaren Energien schon 100% des Strombedarfs liefern. Ich soll nur wegen dem Geld aus dem Stromexport meine Heimat verlieren. Kohle ist für Kohle da, Valerie und Valera. Um die Umwelt zu verschmutzen, kann man sie benutzen. Kohle will der Milliardär, denn der will ja immer mehr. Auch die Politik findet Kohle schick. Sie genehmigen jetzt noch neue Tagebaue, damit der Braunkohlewahnsinn weitergeht bis 2050, 2060, 2070. Das ist keine Brückentechnologie, das ist eine Brücke ins Nirvana. Und da müssen wir alle gesamt gegen ankämpfen. Dann das Thema, was wir haben, da habt ihr ja Kompetenz hier an Bord, ist unser lieber Flughafen. Wir zahlen uns dumm und dämlich. Der Flughafen wird über 6 Milliarden Euro kosten. Der Schallschutz ist nicht gewährleistet. Es sind so viele Fragen offen. Brandenburg ist eigentlich ein wunderschönes Land. Deshalb lassen wir uns das nicht kaputt machen. Euch eine tolle Tour und einen schönen Sonntag. Tschüss. Die Tour de Natur wirbt dafür, sich für einen friedlichen Umgang des Menschen mit sich und seiner Umwelt stark zu machen. Weiter geht es über die Nabu-Station Marienfelde zum Flughafen Schönefeld. Hier ist eine Inhouse-Demo geplant. Die Tour de Natur sei eine besondere Art, Politik zu machen. Gegen Umwelt- und menschenfeindliche Verkehrsprojekte, so die Veranstalter. Wir sind die Tour de Natur, eine Fahrraddemonstration für eine nachhaltige Verkehrspolitik und Lebensweise. Die 150 Teilnehmer bieten im Pulk ein imposantes Bild. Auch das macht den Reiz für jeden Einzelnen aus. Man unterstütze den Widerstand gegen unsinnige Verkehrsprojekte. Dazu gehört die Autobahn A14 von Magdeburg nach Schwerin, für die kein Bedarf bestünde. Auch beim Großflughafen BER würden Steuergelder verschleudert und das Fliegen, die klimaschädlichste Art der Mobilität, großzügig gefördert, schreiben die Organisatoren in dem von ihnen veröffentlichten Flyer. Ein Teil der innerdeutschen Flüge gehört auf die Schiene. Für 9,99 von Berlin nach Köln, das ist das Wecken eines sinnlosen Bedarfs auf Kosten der Umwelt, des Klimas und der Gesundheit von Zigtausenden. Das bisschen Landschaft kann doch dann mal weg, sagen Sie, die brauchen wir nicht, erfüllen doch keinen Zweck. Sagen Sie, eine schöne Piste macht doch sicher viel mehr her für den modernen Flugverkehr. Weiter geht es zur letzten Station. Dem BER. Dessen Eröffnung ist durch die Imtec-Pleite unter Umständen erneut in weite Ferne gerückt. Naja, das war ja auch der Grund, warum wir diesmal mit daran teilgenommen haben, weil wir auch gegen die Errichtung eines Großflughafens in einer stadtnahen Lage sind. Das ist ja für die Bevölkerung eine schwerwiegende Belastung.
Es ist ein falscher Standort, politisch gewählt. Über die Gründe gibt es verschiedene Aussagen. Wenn diese Sachen zu Beginn alle ans Licht gekommen wären, dann würde es diesen Standort hier heute nicht geben. Als Bürgermeister der meistbetroffensten Gemeinde hier in der Umgebung, was sagen Sie zur Tour de Natur? Ich bin sehr froh, dass die Menschen, die im Rahmen der Tour de Natur hier in Schönefeld vorbeikommen, sogar bei uns in Schulzendorf übernachten und die Bewegung unterstützen, die wir hier haben gegen die dritte Start- und Landebahn und überhaupt gegen den Standort. Es werden sehr viele Sachen beschlossen, die nicht sinnvoll sind, wie zum Beispiel Großprojekte oder Atommüll zu produzieren. Das ginge alles anders. 122.000 Euro Erfolgsprämie kassierte Hartmut Medon 2014. Für welchen Erfolg eigentlich? Ist dieser Geldregen der Grund für die preußische Sparsamkeit beim Schallschutz? Diese Frage stellt sich uns immer wieder, wenn wir über Menschen berichten, die durch das Bürokratiemonster Flughafen zusätzlich belastet werden. Hier unser Bericht aus Schulzendorf. Ja, ich bin völlig empört. Wir sind 3 Personen, die hier wohnen. Wir dürfen jetzt nach dem letzten Bescheid, können wir schlafen in der Küche und in 2 Zimmern unten oder eventuell noch im Flur. Ich bin also stinksauer, dass wir also wegen so einem Zentimeter hier 2 Zimmer, die immer vermietet waren, seit über 40 Jahren nicht mehr nutzen dürfen. Familie Jering wohnt in der Schulzendorfer Spartakusstraße. Hier wurden in den 30er Jahren viele gleiche Gebäude errichtet. Doch das heißt nicht, dass alle den gleichen Schallschutz bekommen. So sagte die Vorsitzende des BVBB, Christine Dorn, auf einer Einwohnerversammlung. Meine Lieblingsstraße ist die Spartakusstraße hier in Schulzendorf. Da stehen ungefähr 18 gleiche Häuser. Die haben alle eine Baugenehmigung mit genehmigten Raumhöhen im Dach von 2,20 Meter. Und am liebsten würde ich das mal draußen Schilder auf der Straße der Reihe nach hinstellen. Da steht dann immer dran, Dachräume genehmigt, nicht genehmigt, zum Teil genehmigt. Schilder haben wir nicht aufgestellt. Doch die sichtbar gleichen Häuser bekommen tatsächlich unterschiedlichen Schallschutz. Nummer 11, ein Fenster, kein Lüfter, kein Schallschutz wegen zu niedriger Deckenhöhe. 3 Schreiben blieben bisher unbeantwortet. Nummer 7. Kein Schallschutz, weil zum Wohnen und Schlafen nicht geeignet. Nummer 23. Kompletter Schallschutz gewährt. Diese Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen. Wir würden nach dem Schreiben Schallschutz bekommen ab einer Höhe von 2,15 Meter. Es gab eine Messung von dem Ingenieurbüro, da standen drin die 2,14 Meter. Wir haben da selber nachgemessen, im Bereich von 2,16 Meter bis 2,17 Meter war unsere Raumhöhe. Eine nochmalige Messung der Raumhöhe ergibt 2,17 Meter. Das Haus ist alt. Stellenweise hat sich die Decke gesenkt. Mit einem bisschen guten Willen hätte man 2,17 Meter ausweisen können. Tatsächlich räumt die FBB im Einzelfall eine Unterschreitung von 5 Zentimetern ein. Weiter heißt es, es seien mit Raumhöhen von 2,14 Meter selbst diese 5 Zentimeter unterschritten. Es geht also um einen Zentimeter. Wir müssen an einer Kante den Strich ziehen. Und die Kante, die wir ziehen, ist das Bauordnungsrecht. Die meisten vom Fluglärm Betroffenen haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Mit der Knickerigkeit preußischer Beamter wachen die Mitarbeiter des Flughafens über jeden Zentimeter Deckenhöhe. So kommt es, dass von tausenden Betroffenen bisher nur ca. 100 Schallschutz bekommen haben. 1 Million Euro kostet der unfertige Flughafen täglich. Hier wird nicht gekleckert. Dafür muss beim Schallschutz gespart werden. Das bekommt auch Familie Jering zu spüren. Wenn die Politik keine grundlegenden Änderungen bewirkt, ist ihnen nicht zu helfen. Es bleibt spannend rund um den BER. Da gibt es keine Sommerpause. Bleiben Sie neugierig. Unsere nächste Sendung folgt am 17. September. Bis dahin, auf Wiedersehen.